Hallo und herzlich willkommen zu diesen wunderbaren Klängen, zu diesen Abendstunden. Jetzt, wenn ihr jetzt schaut, um 18 Uhr am 27. oder 28. Dezember. Ich bin ja noch im September, Leute. Ich wollte mal gucken, was ich noch so für Aufgaben habe. Überlebenshandbuch. Ah, wo man das machen? Ich habe vor, jetzt das Power-Rüstungstraining zu machen und dann auch nochmal da in eine Rohre zu gehen. Vom Jefferson Memorial hierher. Ich habe wieder die Handschuhe an wegen kalt. Weil da liegen ja noch die Rüstung rum, war. Und ich glaube, da sind auch noch der Enklaven-Wichser drin. Der übermenschliche Gerrit, den Mechanisten. Ach ja, und das. Also, das wollte ich machen, das Dingens-Training, hier das Power-Rüstungstraining und dann eine Nebenquest nochmal. Das können wir eigentlich mal machen, wa? Ein bisschen nett in die Länge ziehen. So, wa? Ich bin erkannt. Jetzt muss ich aber erstmal. Ich frage mal den, das ist der älteste Lions. Mein Beileid. Ihr Vater war ein guter Mann. Danke. Ich habe so eine Holomarke der Bruderschaft gefunden. Was soll ich damit machen? Fragen Sie die Gelehrte Jameson. Mhm. Sie bewahrt unsere Schriftrollen auf und wird wissen wollen, was Sie gefunden haben. Okay. Wo finde ich die Gelehrte Jameson? Sie verbringt die meiste Zeit im Archiv in Ring A, nahe der großen Halle. Ah, okay. Ich möchte etwas über die Enklave wissen. Ne, will ich nicht. Ne, will ich auch nicht. Ne, will ich auch nicht. Ich möchte um Genehmigung zum Power-Rüstung-Training ersuchen. In Anbetracht der Umstände wäre es sicher eine kluge Vorsichtsmaßnahme, Ihnen ein derartiges Training zu geben. Reden Sie im Außenhof mit Gunny. Er zeigt Ihnen dann, wie die Power-Rüstung verwendet wird. Ich lasse ihm ausrichten, dass er die Genehmigung dazu hat. Yeah! Wir werden ihn im Außenhof finden. Ich werde ihm sagen lassen, dass ich die Genehmigung erteile. Du wiederholst dich, aber bist ja schon älter. So, über den Enklave will ich später vielleicht was wissen. Ich würde gerne mehr über die Stelle der Bruderschaft wissen. Das ist mir egal. Gibt es etwas, was ich über die Supermutanten wissen sollte? Ich habe, glaube ich, genug erfahren. Oder vielleicht sagt er mir, wo die herkommen. Das ist auch nochmal interessant. Auch wenn Sie es kaum glauben, wir wissen nichts. Wirklich erbärmlich, wenn man bedenkt, dass wir seit fast 20 Jahren gegen Sie kämpfen. Das stimmt. In all dieser Zeit haben wir es gerade mal geschafft, die Bedrohung einzudämmen. Sie zurückzuhalten, damit Sie nicht alle Siedlungen hier überrennen. Eigentlich wissen wir gar nichts. Nicht, woher Sie kommen oder warum Sie die Ruinen von DC heimsuchen. Und jetzt sind wir hier eingepfercht in unserer Zitadelle. Mit wenigen Ressourcen und wenigen Truppen. Einen alten Mann macht das sehr müde. Musst aber nicht einschlafen, wenn du mir das sagst. Ich hab irgendwie, ob ich als nächstes Fallout New Vegas aufnehme. Das musste ich mir aber dann noch bestellen. Mal gucken, wa? Da hätte ich nämlich Bock. Jetzt gerade, wenn ich hier fertig bin, weiß ich nicht, ob ich da noch Bock habe. Ich möchte etwas über den Klammer wissen. Nee. So, dann suche ich jetzt einen Gunny. Seien Sie gegrüßt. Das sagt man, wenn man sich gerade sieht. Ansonsten sagt man höchstens guten Tag. Wo ist denn der Gani? Bist du der Gani? Nee, der Neuling und du bist auch ein Neuling. Ja, lass mal den Neuling hier kennen. Im Außenhof. Was ist eigentlich, wenn ich hier langlaufe? Ui. Auch Neuling. Ich werde dir. Gani. Neuling, du hast vielleicht Nerven. Oh. Entschuldigen Sie bitte, ich dachte, Sie seien einer dieser nutzlosen Neulinge. Noch nicht. Ich schwöre, diese Kinder wären verloren, wenn ich nicht hier wäre, um ihnen den Hintern zu pudern. Oh, das war süß. Können Sie mich im Tragen von Power-Rüstung trainieren? Hab schon gehört, dass Sie kommen. Ich trainiere Sie, aber nur ungern. Meine Neulinge schwitzen Blut und Sie soll ich einfach so durchlassen. Ja. Also, sind Sie bereit? Ja. Hören Sie, um die Power-Rüstung zu tragen, müssen Sie zuerst Ihre Muskeln entspannen. Lassen Sie den Anzug die ganze Arbeit tun. Sie haben das Spezialtraining durchlaufen und das für die Bewegung in jeder Art von Pause erfordert. Es ist. Ja! 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 Wie kann ich helfen? Och, hast du schon. Also, irgendwelche Kommentare zu. Klar, möchtest du mir doch was Supermund hatten erzählt? Ich muss jetzt gehen. Entschuldigen Sie mich bitte. Ich muss diesen Frischlingen zeigen, wie man gerade aussieht. Ja, ja, und ich muss kurz nach Vegas fahren. Da ist nämlich schon eine Power-Rüstung-Familie von euch gezogen. Aber. Hab ich jetzt eigentlich. Nee, hab ich nicht. Ich wollte gerade fragen. Mich selbst.
ob ich schon jetzt eine gekriegt habe. Ich habe irgendwie Schmerzen auf der Zunge. Sprechen tut ein bisschen weh. So, als hätte ich mir auf der Zunge gebissen, aber habe ich nicht. Kleidung. Hier den Schiss kann ich mal alle wegschmeißen, weil ich halt eine Vorhose habe. So, ob ich da nochmal reingehe? Ob ich da nochmal durchgehe gerade? Eigentlich müsste ich irgendwo schlafen. Weil die haben ja bestimmte Unterkünfte, sind überdacht und so. Und da muss ich mal gucken. Ich mache hier. Achso, also ich wollte ja eine Powerrüstung machen, dann wollte ich ja da. Lab. Nö, ich wollte raus hier. Ja, dann kann ich mich auch direkt raus teleportieren, wa? Die Unterkünfte sind bestimmt überdacht. Also hier merke ich ja, da das Letzte ist, woran die denken. Ah ne, ich hole der erste. Wo kam ich denn rein? Wo kam ich da rein? Da vorne, wa? Ja. I don't want to set the world on fire. I just want to start a flame in you. In my heart, I have but one desire. And that one is you. No other will do. So, da wollen wir eben mal gucken, wa? Wo seid ihr da? Wir sind doch hier durch ein Loch gekrochen. Da! Ich hab gar nicht gesehen, wie versteckt das ist. Kann ich da rein? Ja, da hole ich mir jetzt ein Power zu. Oh, ich hab keinen Platz. So, Leute, oh, mal gucken hier, wa? Ich hole mir jetzt ein Power und ich hab liegen lassen. So, aber ich glaube jetzt mal, ob ich erstmal hier die Jagdflinte ausrüste, wa? Waffen und eine Jagdflinte. In my heart I have but one desire. I just want to start a flame in your heart. Was ist da hier? Oh, da ist ein Gegner. Arschloch! Ciao. Oha! Nee! Was hat das denn jetzt gerade? Den hätte ich easy, ohne dass er mir Schaden macht, töten können. Da fliegt schon der Treffer runter und ich glaube, das hat weh. Wenn er noch ein Zentralnervensystem gehabt hätte. Ih! Ein Leuchtender! Leuchtet. Ah. Nee. Aua. Ach, mich. Ich hab keine Wertspunkte mehr. Schluss jetzt. Schluss. Da fliegt da Leuchtende. Eine Leuchtkugel quasi. Geil, Alter. Bleistift. Wozu brauchst du das? Notizen zu machen oder was? In my heart. Oh. Bügeleisen. In my heart I have one desire. I just want to. So. Ach so. Ja.
Okay, ja, besser als nichts. Geld ist immer gut, irgendwann brauche ich es vielleicht mal. Ah, oh. So, ob hier noch die Enklave-Typen sind, die mal, vor denen mal weggelaufen sind. Weiß ich nicht so ganz. Ich weiß es nicht, aber wir gucken nach, Leute, wir gucken nach. Da sind drei Rätschen. Was war hier? Nix. Hab ich hier vielleicht noch jemand liegen lassen? Hab ich hier den schon? Ja, hab ich. Den habe ich schon ausgenommen. Und den? Den nicht. Ah ja, da habe ich ja gefragt, was das für eine Konstruktion ist. Und dann bin ich hier lang. Also hier kam ich her. Ja, ja, hier müsste ja noch... Ja, guck mal, wer da liegt. Tja, ne? Dann müsste man da jemand rausholen, um ihn anständig zu begraben. Da bin ich in der Panik abgehauen. Den Typen da holen wir jetzt gleich. Ich muss ja erstmal... Ich muss ja erstmal gucken. Ob die noch die anderen sind. Und außerdem liegen ja sowieso weiter hinten noch welche. Ach, der ist auch. Oh, da habe ich gar nicht gemerkt. Das ist mir wohl entfallen. Oh Gott. Ist das der, der weiter vorne liegt? Ich muss gleich mal gucken. Was ist da da? Der Laubbläser. Die kam ja von da. Was ist hier? Ah, die sind bestimmt immer hier. Und trotzdem, da liegen ja noch Leichen. Hier habe ich auch nicht reingeguckt. Powerfaust? Was ist da denn? Ah. Oh, die ist schwer. Da muss ich gleich... Leider muss ich gleich hier durch die Kanäle ein bisschen schleichen. Weil ich werde gleich definitiv überladen sein. Laufen denn hier für Maschinen? Oh, was ist hier überhaupt für eine Küche? Oh. Da sind Leute noch. Die sind tatsächlich noch hier. Hä? Ah, ach, die sind wieder da oben, wa? Ich mach das jetzt mal so. Pass mal auf. Ich muss ja der Hidi sowieso ein bisschen... Nee, Hidi. Ach, du musst gar nicht loswerden. Ciao, ich würde gerne hoch. Bist du da noch? Lebst du immer noch? Was? Ja, nee. Da werde ich mir nicht bieten lassen, Alter. Da werde ich mir nicht bieten lassen. Ciao. Wo fliegt der Enklaventyp dahin? So. Ich will da hoch. So. Ein paar Wertsachen nämlich hier aufsammeln, wa? Da war ja nichts. Ich weiß gar nicht, war da hinten noch mehr? Ah, wie jetzt? Wie komme ich da hoch? Muss ich einen anderen Ausgang da rein? Ich gehe einfach mal hier lang. The Tough Tools. Hier musste ich ja eh noch hin. Wie kam die da hoch? Wolltest du damit jemanden erstechen oder was? Der hat nichts mehr. Das ist schön, wenn hier nicht leckt. Hi, cool. Ah.
Komm ich da hin, Alter? Ich will da hoch. Ah, da bestimmt. Oh, da ist wieder einer. Aua! Wie er da müde wird. Aua! Ne. Komm doch mal hier runter, Alter! Ach so, ja. Schrecken. Kommt ihr da lang oder was? Geht das? Sie sind allgegenwärtig. Theoretisch ja. Nee. Bin ich mir bewusst. Aber na ja, hier liegen hoffentlich genug rum. Ey, nee! Dir! Alter, ist doch nicht dein Ernst. Aua! Ich muss mal das Stimpack nehmen, aber wieso komme ich denn nicht durch, Alter? Das ist doch scheiße. Ihr kriegt jetzt noch einen ab hier. Alter! Hat er mir die Granate extra aus der Hand geschmissen oder was? Jetzt aber, ey! Und ja, Runa. Die Granate aus der Hand geschossen. Noch eine. Geil. So, aber ich weiß jetzt nicht, wie ich da hochkomme. Also das. Diesen Schaft machen wir noch ein bisschen höher. Ich glaube, den machen wir mal ganz hoch. Und die Medizin auch noch, damit wir ein bisschen besser Stimpacks haben. Machen wir einfach nur einen Punkt weiter hoch. Und das Spreng. Ach, der Sprengstab habe ich schon gemacht. Große Waffen. Eigentlich könnte ich dann zum Ersatz zu Energiewaffen, oder? Oder soll ich lieber was anderes? Reverieren. Und. Ja, komm hier. So, weiter. Ich hätte gerne mehr Wets. Gesetzesbringer. Wenn sie dieses extra haben, befindet sich an Leichen böser Figuren, die sie töten, ein Finger, den sie für Kronkorken und positives Karma verkaufen können. An wen wird angegeben, wenn sie das extra nutzen? Okay. Cyborg. Sie haben dauerhafte Verbesserungen an ihrem Körper vorgenommen. Das extra Cyborg fügt die direkt 10% zur Schadensresistenz, zu Giftresistenz und zur Strahlungsresistenz sowie zur Fertigkeit Energiewaffen zu. Okay, das klingt schon mal gut. Auftragsklar. Wenn sie das extra Auftragsklar besitzen, befindet sich an jeder guten Figur, die sie töten, ein Ohr. Dieses kann, okay, das ist Apotheker. Mit dem extra Apotheker hält die Wirkung aller Medikamente, die sie einnehmen, doppelt so lange an. Adamantium-Skelett. Mit der Eigenschaft Adamantium-Skelett erleiden ihre Körperteile nur 50% des üblichen Schadens. Entweder das oder der Cyborg. Ich glaube, ich nehme mal lieber das. Jo. So, jetzt würde ich gerne da hoch. Gibt es irgendeine Tür oder so? Ja, da unten, aber da darf ich nicht durch. Durch. Ich bin doch extra jetzt rein, damit ich die ganze Power-Rüstungsscheiße hier aufsammeln kann. Was soll denn die Kacke? Oh, da ist einer. Ach ne, ich dachte, da wäre einer runtergeflogen. Kann ich den vielleicht da runterholen? Irgendwie? Ja, runterholen. Fliegen die da noch runter, wenn ich da eine Granate schmiss? Schade. Das ist ja doof. Ah, das ist ja doof. Gibt es sonst keinen Zugang da?
Das ist doch blöde. Muss ich von woanders da durch, war? Da muss ich nochmal durch Jefferson Memorial. Oh. Ach ne, da habe ich ja schon reingeguckt. Da liegt ein Arm. Na gut, dann sammle ich jetzt das auf, was hier rum, was hier rumfliegt. Und dann muss ich von da aus irgendwie zur Zitadelle schleichen. Vielleicht kann ich aber mit der Powerrüstung noch mehr tragen. Ist doch durch, ey. Das ist ärgerlich. Anscheinend haben wir ein paar neue Meldungen. Schnauze. Reicht jetzt mal langsam, ey, wa? Na gut, dann geht ihr jetzt nach Megaton. Und da gucke ich mal, vielleicht kann ich mit der Enklaven-Powerrüstung auch die normale Powerrüstung reparieren. Müsste ja eigentlich gehen. Guck. So. Ich keine rum. Ich glaube, jetzt kann ich auf dem Weg dahin nur zwei einsammeln. Da oben liegen halt auch noch welche. Das ist auch doof. Wie sind die da hingekommen? Schade, ey. Geguckt. Da kommt mal wirklich nicht hin. Irgendwie durch Jefferson Memorial muss dann. So, ja damit. Heillos überladen. Wer lief denn da? Ach, da ist er. Ja, sorry Leute, dass jetzt ein bisschen länger dauert. Guck mal, da fängt diese Waffe weg. War das da hinten? Die war schon noch nicht drin, oder? Also. Sehe ich jetzt hier dran. Ne, hier war schon nicht. Aber hier ist auch nichts. Infusionsständer? La 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 la, das macht so Spaß, hier rumzuschleichen. Macht nett. Na, ich guck mal hier in der Zeit aufs Handy, wa? Da habe ich ja Zeit, genau. Was? So, wo ist da der nächste? Der liegt da Gaza, da oben liegt noch so ein komischer Soldat. Da unten hätten eigentlich auch noch zwei liegen müssen. Da habe ich zwei abgeschallert. Ist Hazard. Oh mein Gott, wie langsam. Was ist eigentlich, wenn ich die anziehe? Bin ich dann schneller? Ach so, ich bin schnell. Wie sehe ich jetzt aus? Oh, aber ich bin immer noch lahm. Kannst ruhig rennen, mein Freund, kannst ruhig rennen. Also bei Fallout 76, da gibt es eine, die... Wie heißt die denn nochmal? Excavation. Rüstung. Excavation Power Rüstung. Damit kriegt man mehr Tragekapazität. Das ist cool. Die ist nicht so stark wie die anderen, aber man kann auch mehr schleppen. Und da muss man halt wirklich. Also, ich habe immer gerne Sachen gesammelt. Braucht man auch. Hä? Nur diese eine hier? Oh, das ist ja doof. Dann muss ich mal irgendwann. Nochmal her, komm von der anderen Seite. Wenn der mich jetzt nicht richtig identifiziert, dann passt ich schon mal aus. Ach, das sind hier. Ich dachte schon, die Powerrüstungen blinken so. Ja, der Neuling der Bruderschaft, wenn ich jetzt ein Böser wäre, ich müsste einfach nur ganz normal langlaufen und dann so tun, als wäre ich nett und dann lässt er mich in Ruhe. Komm, ich denn jetzt am Megaton? Ich weiß gar nicht, wo ich was verticken soll. Muss vielleicht erstmal was hinlegen, oder?
Jetzt ist gut hier mit dem Neuling der Bruderschaft. Jetzt haben wir gleich geschafft. Erstmal wenigstens hier aus dem Loch raus. Hilft ein Jet? Ich bin ja eh schon süchtig. Jet. Gegenstände. War doch ein Jet, oder? Ah ne, das war ein Buff-Out. Jo. Ah, jetzt schon mal folglos. So, dann fliege ich jetzt noch schnell nach Megaton und dann ist die Wirkung auch schon wieder weg. Megaton. Ja. Power-Rüstung. Geil. Geil. Oh, es wirscht noch. Es wirscht noch. Volt 101 Notfallfrequenz empfangen. Alles hallo. So, dann machen wir hier mal. Ich glaube, ich habe auch noch beim GNA, habe ich auch noch was liegen. Ah, ne, habe ich nicht. Powerhelm. Ausgestoßener. Ist ja egal, wenn ich jetzt hier alles genommen habe. Jetzt habe ich 390 von 300. So, ich kann ja leider nicht gucken, wie ich aussehe von vorne. Gegenstände. Kleidung. Kann ich den reparieren? Powerhelm ist ausgestoßen. Ah, egal. Aber wie sieht das? Warte mal. Ja, ausgestoßen sieht Power so, sieht, glaube ich, geil aus. Ja, die ist viel cooler. Kann die auch was anderes? Power Rüstung? Nee, die kann das gleiche. Die ist sogar mehr wert. Müssten wir eigentlich. Dann mache ich das. Reverieren. Powerhelm der Enklave, ne. Ne, Power Rüstung der Enklave, ne. Wo ist der Powerhelm ausgestoßen? Da. Und den ziehe ich an. So, hier die ausgestoßenen Powers und die auch Enklaven und da kann ich alles wegpacken. Dadurch stiftet das sich eigentlich. Ah, ist das schön. Hä? Wieso fehlt mir dann ein Handschuh? Komisch. So. Powerfaust. Ah! Das gehört bestimmt zur Powerrüstung. Power ist ein Klavischau. Power Helm der Klavischau. Da habe ich das 290, aber ich muss trotzdem noch wegpacken. Und zwar Talon Kampfrüstung. Das sieht schon mal gut aus. Ich habe jetzt 270, was ich schleppen kann. Schmutziges Wasser. Das benutze ich sowieso nie. Wiegt das was? Eins! Ciao. Das aufbereitete Wasser eigentlich auch. Komm hier, weg mit dem Schiss. Augenbordhelm. Brauche ich auch nicht mehr. Aufbereitetes Wasser wiegt auch eins. Ciao. Blue Paket. Wiegt auch eins. Heider Hut. Effekte Schleichen plus 5. Wahrnehmung plus 1. Wiegt 1. Lass ich mal drin. Buffout wiegt nix. Helgenschützen. Ah ja, die wollte ich noch abgeben. Impulsmine. Wiegt nix. Kampf hinter Kronkorken. Medex. Ciao Metallhelm. Ciao Metallrüstung. Das sieht doch gut aus. Na, Rollschlagring. Nektige. Charme plus. Ach komm, brauche ich nicht. Nuka Cola. Nee, nee. Psycho. Rakete. Kann ich auch wegpacken. Rote Zutrittskarte behalte ich. Schachtelsgerät verkaufe ich. Splittergranate. Oh, nur noch eine. Stealth Boy, weg damit. Stürmischen Gewehrchen. Umgebungsanzug. Ich glaube, wenn ich den mal brauche, kann ich den erholen. Machen und hier den komischen Vault Overall. Der ist so ein Souvenir, kann ich wegschmeißen. So, was habe ich hier noch drin? Sorry, dass jetzt hier wieder so aussieht. Das Sturmgewehr kann ich das hier reparieren. Ne, habe ich nicht benutzt. Talon Kampfrüstung könnte ich theoretisch reparieren. Raider. Klischees habe ich jetzt zwei Miniaturbombe, Luftgewehr,
Lebensmitteldesinfizierer. Oh, Kampflinden. Ah, ne, Jagdflinden. Ich lese Jagdflinden und sage Kampflinden. Oh mein Gott, ey. Das ist vorbei, Leute, ist vorbei. Und abgesägt Strophe. Na gut, das war's. Beenden. Geil. Juhu. Ja. Ich hoffe, die Power-Rüstung, die normale, die macht dann mehr Schaden. Oder, wehrt mehr Schaden ab. So, jetzt, glaube ich, gehe ich nochmal zur Zitadelle. Und gebe den Leuten da, irgendwem soll ich ja hier die Holomarken geben. Mach ich mal. Holomärkchen.